Hallo und willkommen zu diesem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein HP Pavilion Notebook, ein DV7, auseinanderbaut, das Gerät aufschraubt, den Lüfter reinigt, die Festplatte wechselt, nach dem RAM schaut, Tastatur ausbaut und so weiter. Zuerst natürlich Gerät runterfahren, ausschalten, rumdrehen, Netzteil entfernen und hier den Akku rausnehmen. Auf der Unterseite wird diese Klappe entfernt. Die ist mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Schrauben gesichert. Die werden losgeschraubt. Die gehen aber nicht aus der Klappe raus. Die sind gegen Rausfallen gesichert. Und die werden zusammen mit der Klappe so rausgenommen. Und dann kommt man hier an die Komponenten dran. Dieses Modell hat jetzt zwei Platten verbaut. Einmal links, einmal rechts. Kann sein, dass ihr nur eine Platte habt. Diese Platten sind mit je zwei Schrauben gesichert, einmal oben, einmal unten. Die linke hier auch einmal oben, einmal unten. Die habe ich schon rausgeschraubt und hier drüben hingelegt. Die Platten werden einfach ausgebaut, indem man die Schrauben, wie gesagt, entfernt und hier an dieser Lasche die Platte ein bisschen nach rechts zieht. Und dann hat man die draußen und bei der linken wird hier einfach nur nach links gezogen. Die sollte man sich aber auf jeden Fall beschriften, wo welche war. Wenn man das nachher vertauscht, kann sein, dass das Gerät dann nicht richtig bootet. Das sind die RAM-Module, die baue ich mal aus, damit die nicht kaputt gehen, wenn man das ganz aufschraubt. Und dann sieht man noch gleich, ob hier unten irgendwelche Schrauben drunter sind. Und das sehen Sie hier nicht. Das ist das Wi-Fi-Modul, da sind keine Schrauben drunter, das kann drin bleiben. Das ist immer ein bisschen geknoddelt, wenn man das rausbaut, hier mit den Antennen. Die sind hier so schön schon drin und dann lassen wir die einfach auch drin. Hier ist bei dem DV7 die Batterie, die CMOS-Batterie. Wenn man die wechseln möchte, kann man die hier so rausnehmen und muss eine neue einsetzen mit diesem kleinen Käbelchen und diesem weißen Stecker. Hier drüben ist eine DVB-T-Karte, die baue ich mal aus. Hier unten ist noch eine Schraube drunter. Das hier ist das optische Laufwerk, das kann man hier so rausziehen. Vorher muss man diese Schraube hier hinten rausschrauben. Habe ich schon mal rausgeschraubt, da ist sie. Und dann kann man das Laufwerk einfach rausziehen und nebenhin legen. Im Laufwerksschacht sind noch drei Schrauben, 1, 2 und 3. Die habe ich schon mal rausgeschraubt, die sitzen hier oben. Die müssen auf jeden Fall raus, die halten das Gehäuse zusammen. Im Batteriefach habe ich 5 Schrauben rausgeschraubt, 1, 2, 3, 4, 5. In diesem Unterboden hier, in diesem schwarzen, 5, ganz besonders lange. 1, 2, 3, 4 und hier war eine, Nummer 5. Dann in diesem linken Festplattenfach 2 Schrauben. In dem rechten Festplattenfach 6 Schrauben, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann nochmal hier eine Schraube hier unten drunter, hier nochmal eine ganz lange Schraube und dann sind alle Schrauben hier unten entfernt. Jetzt kommt der knifflige Teil. Jetzt wird zuerst diese Abdeckung hier hinten entfernt. Die geht bis hierhin, dann wieder hier hoch und hier nach links und das ist hier eine Einheit, eine Abdeckung. Die löst man dadurch, indem man hier, am besten von hinten, man klappt das Notebook zu und nimmt den Schraubenzieher und öffnet hier diesen Spalt, wie man den jetzt hier sieht, ganz vorsichtig. Und hier auf der anderen Seite auch, da geht man mit dem Schraubenzieher dazwischen und hebelt das ein bisschen auf. Danach das Notebook wieder rumdrehen, aufklappen und jetzt kann man hier mit der Hand in diesen Spalt reingreifen und kann das hier schon ganz locker anheben. Kann sein, dass es noch ein paar Mal klickt hier diese Klipse und dann kann man ganz vorsichtig das hier so hochheben. Vorsichtig, unten ist noch ein Kabel drunter und das muss nach hinten weggezogen werden, weil auch das vorne hier links und rechts nochmal eingeklipst ist. Und jetzt ist es hier locker und hier sieht man das Kabel. Das ist jetzt eine Nahaufnahme von dieser Klappe. Das Kabel habe ich jetzt schon gelöst. Und zwar geht man hier mit dem Schraubenzieher ganz vorsichtig rein und schiebt diesen kleinen schwarzen Riegel, den schiebt man in Richtung Bildschirm. So ist er zu und dann schiebt man das hier, wie gesagt, vorsichtig, dass man da nicht abrutscht und nichts zerkratzt, nach vorne. Und jetzt ist dieser Riegel auf und man kann das Kabel dann hier so rausziehen. Die Klappe ist dann gelöst und kann weg. Oben an der Tastatur müssen noch 4 Schrauben gelöst werden. 1, 2, 3 und 4. Ich zeige das nochmal in Nahaufnahme. Hier sitzen diese Schrauben. Schraube Nummer 1, 2, 3 und 4. Die halten die Tastatur fest und wenn man die draußen hat, ist die auch schon ganz locker.
Die Tastatur kann man jetzt rausnehmen. Hier ist sie natürlich ganz klar auch wieder mit dem Kabel befestigt. Das Kabel ist in diesem Stecker auch wieder arretiert. Das muss man ein bisschen lösen. Und dann kann das hier aus diesem Stecker raus. Auch hier aufpassen, dass man nicht abrutscht. Und jetzt ist es draußen und die Tastatur kann raus. Hinten links ist dieser weiße Stecker zu sehen. Der geht über in dieses Kabel, das geht in das Gelenk und verbindet das Display mit dem Mainboard. Also wenn ihr das Display tauschen wollt, reicht diese Ausbaustufe und man kommt so prima an den Stecker dran. Als nächstes muss man hier hinten dieses blaue Plastikelement rausschrauben. Da sind die Lautsprecher befestigt. Einmal hier links ist einer zu sehen und hier rechts oben. Dazu muss man erstmal die Kabel von dem Wi-Fi oder WLAN-Modul unten abmachen, hier durch dieses Loch rausziehen und dann kann man die so zur Seite legen. Dann gibt es natürlich auch hier Schrauben. Einmal hier eine, in der Mitte eine und ganz rechts eine. Die werden rausgeschraubt und dann kann man den Stecker lösen. Der Stecker kommt hier aus dem Mainboard raus und dann kann man diese Soundbar oder wie man es nennen möchte, hier rausnehmen. Hier hinten links habe ich zwei Schrauben rausgeschraubt, die diese Platine hier festhalten, damit die locker ist. Dann habe ich hier den Stecker vom Display gelöst, weil der auch im Weg liegt. Und hier gibt es noch zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier. Die sitzen im Scharnier drin, das sind zwei schwarze, sehr lange Schrauben, die kommen raus. Hier ist noch eine Schraube versteckt hinter diesen zwei Scharnierschrauben. Diese kleine silberfarbene Schraube, die muss auch raus. Auf der rechten Scharnierseite gibt es auch drei Schrauben. Einmal hier diese, dann diese und hier die dritte, die ist schwarz. Die drei müssen auch alle raus. Jetzt ist das Display lose und man kann das hier so abnehmen. Das ist die Rückseite von dem Notebook. Hier war vorhin noch das Display gewesen. Und jetzt, wo es weg ist, sieht man wieder fünf neue Schrauben. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4 und 5. Und die habe ich hier vorne alle rausgeschraubt. Jetzt kann man diese Oberschale hier anheben. Die ist jetzt ganz locker. Da sind noch zwei Kabel, eins hier und eins dort. Wenn die ein bisschen klemmt, kann man die hier neben ein bisschen anhebeln. Die hängt da meist so ein bisschen im Plastik mit drin. Und dann sollte die sich aber so bewegen lassen. Diese beiden Stecker habe ich gelöst, einmal diesen hier und einmal hier den von dem Touchpad hier drüben. Der ist auch verriegelt, da muss man erst diese Verriegelung öffnen. Jetzt kann man diese Oberschale hier abnehmen und hat dann das Notebook vor sich liegen. Diese Abdeckung besteht aus mehreren miteinander verpressten Plastikteilen. Hier vorne das kann man also nicht von dieser Grundplatte hier entfernen. Also man kann es natürlich schon mit Gewalt, dann ist es aber kaputt, das ist nicht verschraubt und nicht verklipst. Das ist hier so verpresst und das bleibt so eine Einheit. Hier hat man jetzt das fast leere Gehäuse. Das Mainboard ist hier noch da. Hier hat es nochmal einen Lautsprecher und hier ist endlich der Lüfter. Den kann man jetzt hier recht gut sauber machen mit Pinsel und Staubsauger. Wenn man den wechseln möchte, muss man auch noch hier weiterbauen. Man muss das gesamte Mainboard ausbauen. Das hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben oder je nach Revision eben auch mehr. Das muss man dann komplett ausbauen, muss es dann rumdrehen und muss hier den Lüfter wechseln. Fazit ist also, das HP Pavilion DV7 ist extrem kompliziert auseinanderzubauen, nur um an den Lüfter zum Beispiel dran zu kommen. Festplatte, RAM-Module, das ist ja richtig gut gemacht, das ist voll okay. Aber so einen komplizierten Ausbau, nur einen Lüfter sauber zu machen, habe ich auch noch nicht gesehen. Und es gibt ganz wenige Notebooks, wo man auch das Display ausbauen muss dafür. Von den Leistungsdaten ist das DV7 recht gut. Ist auch wirklich ein qualitativ hochwertiges Notebook, aber sehr verbaut, sehr komplex. Man hat am Ende hier jede Menge Einzelteile und zwischen 50 und 60 Schrauben, das dürfte auch so ein kleiner Rekord sein, muss man sich alles gut aufschreiben, wo was wieder hinkommt oder man guckt sich eben dieses Video an. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. In dem Kanal gibt es noch Dutzende andere Videos, wie man Notebooks auseinanderschraubt von Acer, von Asus, von HP und Lenovo und anderen.